Mit neuer Motivation geht's weiter ans Werk. Wir müssen immer noch was für diese Frauen machen, anscheinend. Aha. Gut, dann wollen wir doch mal gucken, was sie jetzt von uns wollen. Ein Mana-Brunnen ist hier auch. Ich opfer mal ein paar rote. So. Ah, ich muss die Ratten vertreiben. An einem solchen Ort gemütlich machen und spielen. Die Schnecken vermehren sich und locken Ratten an. Ich versuche sie mit meinen Stricknadeln zu pieksen, aber sie gehen nicht. Das muss man mit einer Axt machen. Sie könnten einem beinahe leid tun. Die Ratten und die Schnecken, meine Herren, ihr tut ihnen einen Gefallen, wenn ihr sie tötet. Verstehe. Da! Ich hole gleich meine Stricknadeln. Die hat mir zugeblinzelt. Abscheulich! Zerquetscht sie! Hauptsache, ihr macht hinterher sauber! Wie abscheulich! Komm her, Ratte! Elende Dinger! Zerquetscht sie! Hauptsache, ihr macht hinterher sauber! Nein! Die hat mir zugeblinzelt! Ich kann nicht hinsehen! Sagt mir einfach, wenn sie tot sind! Oh Mann, was ist denn das? Hey! Ich kann nicht hinsehen. Sagt mir einfach, wenn sie tot sind. Zerquetscht sie. Hauptsache, ihr macht hinterher sauber. Haltet sie auf, bevor sie an den Möbeln herumnagen. Okay, das ist nicht gelungen. Mann, ey, was ist denn das? Ich hole gleich meine Stricknadeln. Verpisst euch doch da, Schergen. Mann, 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 ey. Hierauf! Wie abscheulich! Ratten! Ich kann nicht hinsehen! Sagt mir einfach, wenn sie tot sind! Ja, klar, da durch, du Scheißwichser! Jetzt greif doch an! Sagt mir einfach, wenn sie tot sind. Organisiert euch besser! Ja, das ist eigentlich am. Zerquetscht sie! Geht doch! Hier habt ihr den Dreh raus. Aber ohne ein Geschenk lassen wir euch nicht zu uns hochkommen. Hä, was denn nun? Ja, ja. Etwas Schönes, das gut riecht. Ich glaube, ich habe noch ein paar alte Augäpfel in meinem Zimmer, Herr.
Oder soll ich Grobo im Misthaufen wühlen lassen? Ich glaube, das ist nicht, was Sie meinen. Diese Frauen sind furchterregend. Ich kann auch ganz schön furchterregend sein. Könnten eure Schergen sie nicht einfach wegtragen? Ganz weit weg? Unterwerft die Frauen. In ihrer Nähe. Sie beherrschen Tricks. Reizend. Dieses Dingsbums und Tier wird sich freuen, wenn es sieht, was wir aus seiner Unterwelt gemacht haben. Wenn ihr nicht etwas unternehmt, ist hier bald alles voller Kisten und Blumenmuster. Ja, das will ich nicht, das ist mir klar. Die armen Männer. Aber sie hätten die Frauen auch besser behandeln können. Jedenfalls ein bisschen schon. Was ist hier noch? Ah, hier können wir wieder neue Schergen. Sehr praktisch. Ich zerstöre einfach mal alles. Mal sehen, wann die Frauen was sagen. Die sitzen auf den Männern. Ah, oh Gott. Da ist ein Tor. Was habt ihr angestellt? Mein Mann Gott! Schnarcht. Wenn ihr mich heimschickt, ersticke ich ihn mit einem Kissen. Was? Zurück! Oh Mann, das ist irgendwie lustig. Nein! Ding. 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 Ding, ding, ding. Okay, hier sind noch mehr Frauen. Ja! Ich haue euch windelweich! Zurück! Der Geruch nach Himmelsspitze. Er ist unmenschlich, das sage ich euch. Das ist einfach nur durchgeknallt, ey. Hätte es sowas im richtigen Overlord gegeben, das ist... Allein auf die Idee zu kommen. Ding. Da kommt noch ein Skelett. Sie scheinen mit den Frauen verbündet zu sein. Aber von was für einem Dingsbums haben die überhaupt geredet? Das gehört sich nicht. Doch. Ich gehe nicht wieder zurück und wasche seine Socken. Ihr verursacht Unordnung. Gott. Ah. Irgendwie haben die gar keine Chance. Ich muss aufpassen und sie ihnen Gleitschutz geben, falls nochmal diese Skelettviecher kommen. Ding. Ja! Das war's, Herr. Ihr habt sie im Namen aller Männer unterworfen. Und bald werden sie ihre bösen Gedanken vergessen und sich wieder etwas Hübsches und Knappes anziehen. Gnall! Ich komme, Herrin! Der Tisch ist fertig! Natürlich vergesse ich die Hilfe nicht. Oh Mann. Okay.
Ja, es hat jemand gehört. Wenn ich zu Hause bin, gibt's ein paar Satz heiße Ohren. Ärger. Ah, das sieht schon kriegerischer aus. Ja, los, kommt her. So, im nächsten Video werde ich hier weitermachen. Bis dann.